Liebe Freunde des Qigongs, auf vielfachen Wunsch möchte ich euch jetzt kurz und wahrscheinlich auch ein bisschen laienhaft, weil ich bin ja jetzt an Land, die Grundform des Wasser-Qigongs oder wie ich es immer nenne, des Wave-Gongs zeigen, die ich jetzt seit vielen Jahren in meinem zentaurischen Hafenstädtchen Damuchari täglich 2 bis 3 Stunden im Grunde praktiziere und die mir zu einer Freiheit und Heiterkeit und Glückseligkeit mir in diesen Übungszeiten verhelfen, wie ich sie tatsächlich sonst in meinem Leben nur bei ganz, ganz wenigen und besonderen Gelegenheiten erleben durfte. Wie funktioniert Water Qigong oder Wave Qigong, wobei Wave nicht die Riesenwelle, sondern die sanfte Brandung im Grunde bedeutet? Wir gehen ins Wasser, entweder, dass wir bis hier im Wasser stehen und mit den Füßen auf dem Sand, wenn man keine Steine hat, geht es gut, oder wir gehen so weit ins Wasser, dass wir während des Qigongs immer ein bisschen die Beine bewegen, um nicht unterzugehen. Ich behalte dann einfach meine Crocs an, meine Gummischlappen. Dadurch habe ich eine größere Auftriebsfläche und gehe einfach nicht unter und mache dann auch während des Gongs immer ganz leichte Fußbewegung. Wenn ihr steht, steht ihr einfach. Und ihr beginnt das Gong schon beim Reingehen, wenn ihr gerade so bis zur Hüfte im Wasser seid, indem ihr einfach mal eine Weile so die Hände im Wasser bewegt und einfach Kontakt aufnehmt mit diesem wunderbaren Element Wasser und richtig spürt, wie ihr rechts und links das Wasser und damit das Gong, damit das Qi bewegt. Und wenn ihr tiefer ins Wasser geht, bis ihr dann ja bis zum Kinn im Wasser steht, fangt ihr an ganz langsam und ruhig erst mal 10 Minuten, eine Viertelstunde, nur diese Bewegung zu machen. Nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. 10 Minuten, eine Viertelstunde, nichts anderes. Und dann treffen sich die Hände vorne und es kommt noch mal 10 Minuten, eine Viertelstunde, nur diese Bewegung. Nur diese Bewegung, nichts anderes. Und wenn ihr ganz in diesem Flow drin seid, dann werdet ihr ganz oft merken, wie sich Fische um eure Hände sammeln und in den Strömen eures bewegten Qis mit euch zusammenüben. Das ist wirklich das Schönste im Wassergong, wenn uns die Fische beim Üben begleiten. Und dann machen wir nochmal 10 Minuten beide Übungen zusammen. Zusammenführen, nach hinten führen, nach vorne führen, auseinander. Zusammen, nach hinten, nach vorne, auseinander. Und dann kommt der nächste Schritt. Wir sammeln die Energie zusammen und führen sie zu unserer Lende und strahlen die Energie in unsere Lende. Wir gehen wieder nach oben, auseinander, führen die Energie zusammen und eine Etage über unser Lende und die Energie einstrahlen. Nach vorne, zusammen und in den Nabel die Energie einstrahlen. Immer in Form einer Pyramide. Nach außen, zusammen und jetzt drehen wir die Pyramide und strahlen die Energie in unseren Solarplexus. Und sammeln und die Energie in unseren Herzraum schicken. Und sammeln und die Energie in unseren Kehlkopf schicken. Und sammeln und die Energie in unser Scheitelchakra schicken. Und sammeln und die Energie auf unser höchstes Scheitelchakra schicken.
und zwischendurch immer wieder ein paar Mal unsere Grundübung. Und dann die Energie sammeln, nach unten führen, die ganze alte Energie mitnehmen, kurz im Hara verweilen und nach unten abgeben. Die Energie sammeln. Nach unten führen, alle alte Energie abgeben. Im Hara verweilen und ganz bewusst in die Erde hineinschicken, zum Erdmittelpunkt und zur Erdquelle. Das sind die Grundübungen, die mache ich so 2 Stunden und wechsle dann, auch da gibt es Videos im Netz oder auch auf meiner Seite, vielleicht noch 1 Stunde in freie Chi-Bewegung über, die dem Thandavar Daniels Odier sehr ähnlich sind. Die lassen sich jetzt hier aber schlecht vormachen, weil die wirklich spontan entstehen. Worauf ich nur hinweisen möchte, ist, dass es noch eine kleine Übungsform gibt, die sich zum Vortagong ganz toll dazu gesellen lässt und wenn man spezielle Beschwerden hat oder auch so, total gut angewandt werden kann. Das ist das Strömen nach Zbyszek Nowak, was ich oft, je nach Beschwerdebild, nach dem Vortagong mache. Da nehmen wir die Energie einfach auf, führen sie zusammen, leiten sie in den Bereich unseres Leibes, der heilbedürftig ist, strahlen die Energie in diesen Bereich, schalten dann unsere Hände um in Magneten, ziehen die kranke Energie raus, und leiten sie wiederum zum Erdmittelpunkt, müssen dann unsere Hände kurz aus dem Wasser nehmen, um 2-mal zu klatschen, was wir bei jeder Nowakschen Strömübung machen. Und das kann man denn je nach Beschwerde, Herz, Knie, Kopf, Fuß, an das normale Watergong anfügen. Ich lade euch ein, spätestens im nächsten August, Pilion Damuchari, Wassertemperatur im Hafen 28 Grad, 2 Stunden Watergong zur Wunderwelle werden. Adieu.